picking up victims. You've better things to do, I'd hope. This pit is for Hollow. You've... Okay. Ach so, haben wir nicht. Erstmal hier rumlaufen. Bestimmt finden wir das dann. Irgendwo muss er am Weg sein. Nee, ich glaube, ich weiß, was das hier ist. Das scheint wieder was mit PvP zu tun zu haben. Das heißt, wenn wir online spielen würden, dass wir dann gegen andere Spieler kämpfen und von denen dann diese Bande der Wirbelsäulen oder sowas bekommen. Und die können wir dann hier darbieten. Und wenn wir bestimmt viele haben, kriegen wir was. Ach so. Das ist meistens so bei den Dark Souls Spielen gewesen. Aber ich hasse PvP, auch in Dark Souls. Und das Schlimme, was ich gerade richtig nicht gut finde, ist die Tatsache, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Dass wir hier den Heimatknochen benutzen müssen. Deswegen hat er uns einen gegeben. Und das Schlimme daran ist, die Gegner sind wieder da. Benutze den jetzt einfach mal, weil wir kommen ja hier sonst anders nicht raus. 7 Stück haben wir davon. Leuchtfeuer der letzten Rast, wo war das denn? Da unten. Oh, da alles nochmal. Dann musst du wieder gegen die Fetten kämpfen. Oh, ist das ätzend. Ja, oder du gehst die andere Seite lang, da waren wir ja noch nicht. Was meinst du mit andere Seite? Nicht wieder zurück zu den Ratten. Also ganz von vorne meinst du nochmal lang laufen? Ne, da wo bei der letzten Rast, das ist ja die Feuerstelle da unten gewesen. Ich mach das jetzt einfach mal. Ja, du kannst hinter der Ratte meinst du, ne? Ja. Die Feuerstelle. Und dann nach nicht zur Ratte gehen, sondern... Ach, wir waren ja schon bei Pfad der Opferung. Habe ich ja voll vergessen, dass wir da ich schon. Ich habe das auch vergessen, dass wir da schon sind. Aber warte mal, wir können doch reisen oder nicht? Ja, eigentlich schon. Warte mal. Wo war denn das? War das? Das war das, ne? Ja, diese Brücke. Ja. Also so verwirrt hat mich bisher noch kein Dark Souls-Spiel, was die Wege angeht. Aber ich find's trotzdem geil, weil du hast halt durchgehend was zu entdecken. Da meinte ich jetzt lang. Ja. Nicht da zurück. Du hast halt durchgehend was zu entdecken, ne? Ja. Mal. Genau, da oben hatten wir, glaube ich, die Wichtel bekämpft, ne? Ja, und da hast du dich hingestellt, da ganz oben. Ja. Und geguckt. Stimmt. Und da lang sind wir noch nicht, gar nicht gegangen, glaube ich. Dann gehen wir hier jetzt einfach mal weiter. Irgendwas muss hier ja sein. Sind so viele Wege gegangen. Ja? Schon wieder diese Geräusche. Ach guck mal, der hat sofort die Säge dabei. Was ein Vollidiot. Okay. Da kannst du hochgehen. Ja. Hinter dir. Kommst du dann zu dieser Brücke? Was ist das hier? Auch noch ein Weg. Der führt aber nicht weit. Ne? Gucken wir mal, was wir hier haben. Nicht. Nur den Abgrund. Okay, gucken wir erstmal noch höher. Gucken wir erstmal hier im Haus. Oder auch nicht im Haus. Irgendwas muss hier sein. Hm. Diese komische Leiche haben wir auch noch nicht gefunden, die wir runtergeschossen haben, ne? Nein. Hängt die nicht wieder oben? Eigentlich nicht, wenn wir das einmal gemacht. Da oben ist so eine Seele. Wo? Da. Ach da. Kommt man da hin? Ins Haus, wahrscheinlich. Aber wir können ja sowieso jetzt im Haus erstmal nachgucken. Ja. Oder von hier aus, warte mal. Nee.
fremd im Haus, machst sofort Randale. Jetzt bist du da, wo du hin wolltest. Hm? Jetzt bist du doch da, wo du hin wolltest. Meinst du? Ich glaube schon. Hm. Wow! Heilige Scheibe! Oh! Der macht einfach mal alles Ausdauer weg. Ich weiß, wo wir sind. Treppe. Ach, da, wo wir, wo diese Feuerwerfer sind. Die Bombenwerfer. Nee. Wo denn? Hier sind wir beim letzten Mal umgedreht. Ganz am Anfang, als wir hier angefangen haben. Weil da oben sitzt die Hexe. Und da bin ich drauf zugelaufen. Da kam auch da hier von jetzt aus rechts gesehen, kam einer durch die Wand gebrochen. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja. Ja, doch. Sind wir hier wieder an der Stelle. Also haben wir hier den Rundgang. Aua, aua, aua. Oh, hier steht Scheiße. Oh, oh, nein, weg, hopp. Oh Gott, 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 oh Gott. Wow, wow. Bin ich voll weg? Aua. Oh Mann. Was? Er springt die Häuser. Das ist so geil. Was ist das denn da? Da kannst du eine Seele nehmen. Ja. Da kommst du durch die Wand oder so. Kleine Titanitscherbe. Aber wenn das hier jetzt wirklich dann alles gewesen sein sollte. Obwohl, wir haben wahrscheinlich wieder irgendwelche Wege vergessen. So wie beim letzten Mal. Wir haben noch ein paar Wege offen. Ganz am Anfang waren sehr viele Wege. Von hier aus kommen wir da vielleicht irgendwie runter, wenn ich da rolle vernünftig. Oder springe? Springen weiß ich nicht. Du kannst auch auf das Dach, auf das andere Dach. Na! Rostige Münze, okay. Gut, das haben wir. Können wir hier nämlich jetzt runter, wieder ins Haus rein. Dann machen wir hier erstmal den Weg fertig, würde ich sagen. Und ich muss gleich zwischendurch mal eine kurze Pause einlegen, weil ich gucken muss, wie weit die Festplatte bewegt ist. Nicht, dass wir hier aufnehmen und alles nicht mehr aufgenommen wird. Das passiert nämlich, wenn die Festplatte voll ist. Ja. Und dann ruckelt es auch ab und zu mal. So, jetzt geht's hier noch. Oder auch nicht. Genau, von da sind wir gekommen. Da ist die Tür, die aufgebrochen wurde von den Viechern. Und hier haben wir, glaube ich, noch gar nicht geguckt beim letzten Mal. Ne, da waren wir noch nicht. Das haben wir, glaube ich, von ganz oben gesehen. Ja, das könnte sein. Siehst du, da ist er nämlich wieder, der alte Sack. Ach, da oben. Nein, nein, der hier durch die Tür gekommen ist. Na, ja, er kommt. Eine Brandbombe. Ah, Arschloch! Oh nein, da ist noch einer! Klein habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Okay.
haben schon wieder 10.000 Seelen, ey. Was ist denn hier los? Ach nee. Jetzt sind wir hier wieder bei dem mit dem komischen roten Augen. Ja, der war nicht so stark. Aber ich glaube... Da gab es noch andere Wege, glaube ich. Hier gab es keine anderen Wege mehr. Hier hatten wir alles fertig. Ein bisschen zurückgehen. Wir sind... Hier gab es nur noch den Weg, den ich, wo wir hier zurückgegangen sind. Weil ich bin ja nur bis hier hinten und dann wieder zurückgelaufen. Da gab es für uns nur noch den Weg, den wir da jetzt gesehen haben. Und das andere war ja der Weg, wo wir über die Brücke den dann genommen haben. Ja. Mehr Wege hatten wir ja, glaube ich, gar nicht. Das heißt, jetzt gibt es für uns... Ich hoffe, das stimmt, was ich da sage. Nicht, dass ich wieder irgendwas vergesse. Ich bin irgendwie... Für uns müsste es... Was ist das denn hier? Achso. Für uns müsste es eigentlich nur noch den Weg hier geradeaus geben. Also, wenn wir jetzt hier runtergehen, nicht Richtung Feuer, sondern den anderen. Hier geradeaus weiter. Ja. Das wäre jetzt der einzige, der mir jetzt so spontan noch einfallen würde. Ja, bei den anderen waren wir jetzt mittlerweile fast alle. Also, ich meine müssten wir ja. Sein. Ich meine ja. Wobei das auch schon wieder sehr komisch aussieht. Das sieht aus, als ob hier gekämpft wurde. Wow. Ach, Moment. Was? Hatte uns der Zwiebelritter nicht gesagt, irgendwo schmeißt einer was vom Haus? Ja. Kann das sein? Was ähnliches hat er gesagt. Vom Turm, weil das sieht aus wie ein Turm. Dann kann sein, dass der da jetzt was runtergeschmissen hat. Warum auch die anderen da Schaden bekommen haben. Weil das scheint der Turm da zu sein. Und hier scheint vieles rumzuliegen. Da oben ist was. Müssen wir hinkommen irgendwie. Warte. Ach du Scheiße, was ist denn da? Na, da war einer. Link. Nee, da ist keiner. Da. Wow. Schmeiß von... Von dem Turm da. Ne, oder weiter rechts. Ist da noch einer? Wenn du weiter rechts guckst. Nicht links, rechts. Zurück da. Nee, das ist das, wo die Dächer, wo wir drauf umgerannt sind. Da, hast du gesehen? Ja, doch. Müssen wir ja da hin. Ich habe ein bisschen Angst, ey. Eine Blut. Schwindende Seele. Ganz ins Haus. Junger weißer Zweig. Da ist ein weißer Zweig. Kannst du lesen. Ach Moment, das ist doch der Baum, wovon gesprochen wurde, oder? Irgendein weißer Baum. Irgendeine Keule? Ich habe es kurz gerade nicht lesen. Ich habe Angst, dass Nachricht lesen. Neben ja. Der weißen Birke prasseln die Pfeile eines Riesen herab. Junger weißer Zweig. Okay. Oh, da müsste ich springen. Da ist auch noch eine Tür. Ja, hier ist sowieso allgemein noch ein bisschen was. Da ist noch was. Da ist noch was. Ist aber nicht mehr viel da, ja. Arbeiterhandschuhe, aha. Wollte ich schon immer mal haben. Brauche ich jede Woche neue. Was ein Wirrwarr hier. Was? Asche eines Bestatters? Was ist denn dit? Ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei Schreindienerinnen. Aha. Wow.
Okay, die Asche bringt uns schon mal ein bisschen weiter. Hier ist hier. Was? Boah, Scheiße! Wo kommst du denn weg? Wow. Der hat mich ein wenig überrascht. Klerikerhut, blauer Kleriker, Robo, Kleriker Handschuhe, Kleriker Hose. Mhm. Das ist also ein Set, was wir gefunden haben. Da oben ist noch was. Gut. Da unten ist noch was. Wieso ist denn da unten wieder was? Ach, das war das, wo wir hüpfen mussten, ne? Ja. Okay, dann gehen wir erstmal hier ins Haus. Da ist schon wieder einer mit rotem Leuchtkopf. So viel dazu. Jetzt noch hochgehen. Hier meinst du? Ja. Da geht's ja sogar noch weiter. Dann erstmal unten. Warte mal. So. Ja, das was. Großsense, auch nicht schlecht. Was sagst du? Dann wir erstmal unten dann lang gehen. Darüber springen. Ja, ich gucken will nur mal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwie was haben. Gibt's da dann noch mal drauf weiter? Wow, das aber. Ja. Ich will nur eben kurz gucken. Okay, hier scheint es ziemlich weit zu gehen. Dann springen wir erstmal unten rum. So langsam wird es auch wieder kritisch, was die Seelen angeht. Also alles, was so im fünfstelligen Bereich ist, finde ich schon immer kritisch. Hier war das, ne? Da. Ja. Ja, wie kommst du zurück? Auch hüpfen. So. Untoter... Moment, untoter Knochensplitter habe ich auch schon was zu gelesen. Da konnten wir irgendwas mit dem Feuer machen. So, warte mal, jetzt muss ich gerade gucken. Darüber springen einfach. Ja. So. Mit dem untoten Knochensplitter war auch irgendwas. Gut, ich glaube... Du konntest eine Nachricht war ja das schon. Mit dem ja. Baum. Dann gehen wir hier weiter. Einen anderen Weg wüsste ich jetzt sonst nicht. Vielleicht kommt ja gleich ein Feuer. Meinst du, es kommt noch eins? Bisher haben wir immer nur drei Stück gehabt. Also so weit ist unser Feuer auch gar nicht entfernt. Nö. Hier wachsen Blumen. Das knarzt schon so. Rechts war eine Tür. Ah. Ja, wenn das kein Bossraum ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Das könnte das die Tür sein, die von der anderen Seite verschlossen war? Wenn das, wir die jetzt öffnen, haben wir den Weg geöffnet? Das. Ja, ich glaube schon, dass das die Tür ist, wo jetzt der Ritter. Ja, das ist hier. Wir haben eine Abkürzung. Oder je nachdem. Da ist. Hä? Ach, jetzt weiß ich, welche du meinst. Ja. Wieso, was hast du denn erst gedacht? Ich dachte, wo dieser eine Ritter vorsitzt. Ach so. Ja gut, jetzt haben wir das auf jeden Fall soweit schon mal geöffnet. Das ist schon mal nicht schlecht. Und hier könntest du ja eigentlich zur Feuerstelle zurückgehen. Ah nee, da musst du ja alle wieder töten. Warte mal, ich kundschafte mal eben die Gegend aus. Sieht sehr stark nach einem Bossraum aus. Das ist mit Sicherheit ein Bossraum. Das ist das Problem, jetzt ist die Frage, 10.000 Seelen.
Wie weit war das? Das Feuer war nicht weit, ne? Kannst du auch nochmal zurücklaufen. Ich trau mich da jetzt einfach rein. Das Feuer war nicht so weit. Und wir müssen ja sowieso, wir können ja jetzt nicht ewig die Bosse vermeiden. Wir müssen ja sowieso irgendwann ja, klar. wieder gegen Bosse kämpfen. Wobei, ich würde sagen, ich mache mal einen kurzen Cut, mal gucken, wie voll die Festplatte ist. Ja. Und dann sehen wir uns in wenigen Sekunden wieder. Bis gleich. Bis gleich.